So, das ist der zweite Teil zum Paradigmenwechsel. Ihr müsst natürlich mit dem ersten Teil anfangen, sonst bringt es herzlich wenig. Den findet ihr auf YouTube oder auf meinem hier unter dem Video verlinkten Telegram-Kanal. Ganz oben im angehefteten Text habt ihr dann schnell Zugriff auf die Videos, beziehungsweise ihr könnt das Ganze dann auch in Textform lesen. Kollektiver Wahnsinn oder ein Logikfehler? Die Menschheit scheint sich im Zustand des kollektiven Wahnsinns zu befinden. Wir halten uns für die Krone der Schöpfung, aber zerstören als einzige Spezies systematisch unseren Lebensraum. Wir sind Großmeister im Ausrotten von Tierarten, im Zerstören von Ökosystemen und im Raubbau an endlichen Ressourcen. Unsere Nahrung ist mittlerweile so ungesund, dass 80% aller Krankheiten auf unsere Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen sind. Dazu kommt dann eine kollektive Lethargie, die es uns scheinbar unmöglich macht, unser Verhalten zu ändern. Der industrialisierte Teil der Welt hat sich so sehr an seinen Luxus gewöhnt, dass es keine Rolle zu spielen scheint, dass die Entwicklungsländer darunter zu leiden haben. Was interessiert es uns, ob die seltenen Mineralien in unseren Smartphones von Kindern aus der Erde geholt werden? Hauptsache, wir haben die neueste App und können die aktuellen Games zocken. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Menschheit sich im Zeitalter der Verantwortungslosigkeit befindet. Und das sehen wir im Kleinen wie im Großen. Weder haben die Ärmsten der Armen irgendeine Möglichkeit, etwas zu ändern, noch haben die Menschen, die sich an Positionen befinden, an denen sie wirklich etwas ändern könnten, ein Interesse daran, denn der Status quo macht ihnen die Taschen voll. Und sollte es doch mal ein mutiger wagen, so wird er vom Rest rasch ausgebootet, denn seine Idee könnte ja den persönlichen Profit schmälern. Wohin man blickt, scheint der Wahnsinn zu regieren. Doch ist es wirklich Wahnsinn oder vielleicht nur ein Halbwissen, aus dem etwas erwächst, das von Wahnsinn kaum noch zu unterscheiden ist? Wenn wir einen Fehler in unserem Denken haben, und zwar an dem Punkt, wo das Denken beginnt, dann ist alles, was darauf aufbaut, bereits fehlerhaft oder im falschen Kontext. Und je mehr auf diesen Fehler gebaut wird, umso größer wird die Diskrepanz zwischen dem, was wir tun, und dem, was man als gesunden Menschenverstand betrachten könnte. Streng genommen wissen wir gar nicht, was gesunder Menschenverstand ist, weil auch dieser dem Dualismus entspringt. Also wollen wir uns das Ganze doch mal im Detail ansehen. Hier einmal ein paar Beispiele für das, was man heutzutage gesunden Menschenverstand nennt. Erstens. Töten ist falsch. Es sei denn, man ist ein Soldat, dann ist das in Ordnung. Das heißt, wir geben gewissen Menschen einfach eine andere Bezeichnung und legitimieren sie somit, Dinge zu tun, die uns allen widerstreben. Zweitens. Die wenigsten Menschen können Tiere töten und fast niemand kann Aufnahmen aus Schlachthöfen ertragen. Dennoch essen die meisten gerne Fleisch. Das heißt, das Produkt ist okay, wir wollen es unbedingt, jedoch wollen wir nicht wahrhaben, wie es hergestellt wird. Drittens. Vor nicht allzu langer Zeit haben verschiedene Menschen den Planeten unter sich eingeteilt und ihren Bereich mit Grenzen abgesteckt. Diese willkürlich gesetzten Grenzen sind seither Grund für Kriege und gegenseitigen Hass oder Nationalismus. Was innerhalb meiner Grenze ist, ist besser als das, was außerhalb ist. Auch wenn es eine Linie ist, die vormals gleiche Gebiete nun zu verschiedenen macht. Viertens. Eine der wichtigsten Einnahmequellen für die führenden Wirtschaftsländer ist immer noch der Waffenexport. Es existieren genug Waffen auf der Welt, um jeden Mensch 10-mal zu töten und den Planeten auf lange Zeit unbewohnbar zu machen. Und es werden täglich neue produziert. Wohin das führen soll, mag man sich gar nicht ausmalen. Fünftens. Es gibt eine Form der Energiegewinnung, die hochgiftigen Müll produziert, den man nicht entsorgen kann. Ich rede von Atomenergie. Es gibt immer noch keine sinnvolle Idee, wo man denn jetzt mit dem strahlenden Müll hin soll. Um das Ganze jetzt noch etwas wahnsinniger zu machen, wird dieser Müll jetzt in Form von panzerbrechender Uranmunition über die ganze Welt verteilt. Die Frage, wohin das führen soll, stellt man besser nicht. Sechstens. Die Vorräte an leicht zu erreichbarem Öl sind so gut wie versiegt. Alle weiteren Quellen sind nur durch Kriege, Risikobohrungen in enormen Tiefen, Klammer auf, Deepwater Horizon Disaster, Klammer zu, oder durch Ausschwemmen aus ölhaltigem Sand, wie man das in Kanada macht, zu erreichen. Was das für die Umwelt bedeutet, steht in keinerlei Verhältnis zu den daraus gewonnenen Vorteilen. In Kanada wurden gigantische Urwälder in ödes Brachland mit giftigen Chemieseen verwandelt. Wer immer noch glaubt, dass unsere Mobilität von Öl abhängt, dem sei an dieser Stelle gesagt, dass es genug Patente auf Alternativmethoden gibt. Siebtens. Ein Beispiel aus dem Jahre 2015 in Deutschland.
Durch die hervorragende Apfelernte waren so viele Äpfel vorhanden, dass die Regierung die Bauern dafür entlohnte, dass sie einen Teil der Ernte vernichteten, um die Preise stabil zu halten. Das ist nur mal eine kleine Auflistung von den Ergebnissen unseres gesunden Menschenverstandes. Unterm Strich ist das alles andere als gesund. Das Tüpfelchen auf dem i ist aber diese kleine, oft vernachlässigte Sache. Es gibt kaum eine größere Form der Idiotie, als die Entscheidungen in die Hände derer zu legen, die nicht mit den Konsequenzen leben müssen. Und doch ist das für uns völlig normal. Steuererhöhungen werden von den Menschen beschlossen, die davon niemals betroffen werden oder wenn, es verschmerzen können. Ein Angriffsbefehl wird von Generälen gegeben, die weit hinter der Front stehen, und diese wiederum werden von Menschen instruiert, die sich nicht mal in dem umkämpften Land befinden. Wie können wir mit all unserer Erfahrung auch nur ansatzweise erwarten, dass aus so einer Situation sinnvolle Entscheidungen resultieren? Und sehen wir die Ergebnisse nicht täglich? Ich könnte noch lange mit dieser Aufzählung weitermachen, doch ich denke, uns allen ist klar, dass wir gründlich umdenken müssen, um diesen alltäglichen Wahnsinn zu beenden. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, um diese ganzen Probleme zu lösen, oder zumindest einzelne davon. Viele Menschen sind in vielen Bereichen tätig, um die Umstände zu verbessern. So gibt es engagierte Einzelkämpferinnen im Umweltschutz, der Wirtschaft und der Politik. Doch es scheint, als ob ihr Kampf gegen den kollektiven Wahnsinn immer nur Wasser auf den heißen Stein ist. Eine nie endende Sisyphusarbeit. Kann es wirklich sein, dass wir derart kurzsichtig sind, dass wir aufgrund von Profitgier oder aus Bequemlichkeit jegliches gesundes und verantwortungsvolles Verhalten verweigern? Haben wir solche Angst, unseren Luxus zu verlieren, dass wir dafür billigend unser aller Auslöschung in Kauf nehmen? Ist der Mensch wirklich so schlecht und unmoralisch oder schlichtweg zu dumm? Ich behaupte, dass wir weder zu dumm noch zu böse sind. Wir sind wie Kinder, die man auf ein Fußballfeld gestellt hat, ohne ihnen wirklich die Regeln zu erklären. Und was machen diese Kinder nun? Sie versuchen ihr Bestes, um in diesem Spiel zu bestehen. Doch leider haben sie eine Sache völlig falsch verstanden. Man spielt dieses Spiel miteinander, um gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Doch wir meinen, man würde es gegeneinander spielen. Wir haben Mannschaften gebildet und versuchen jetzt, unseren selbst erschaffenen Gegner zu besiegen. Das meinen wir natürlich nicht böse, wir wissen es schlichtweg nicht besser. Doch jetzt, nach einigen hundert Jahren des Spieles, zeichnet sich immer noch kein Sieger ab. Das Spielfeld liegt in Trümmern und die Ausfälle häufen sich. Und wir sind erschöpft. Das wäre doch der ideale Zeitpunkt, die Regeln umzuschreiben, denn schließlich haben wir auch die jetzigen selber verfasst. Kann es so einfach sein? Ist es wirklich ein kollektiver Denkfehler, dem wir aufgesessen sind? Oder ist der Mensch doch ein von Grund auf schlechtes Wesen, ein machthungriges und gewaltbereites Tier, das Gesetze und Verbote benötigt, um sich halbwegs zivilisiert zu verhalten? Ja, wenn man sich die Welt ansieht, dann kann es geschehen, dass man ein solches Menschenbild entwickelt. Dem möchte ich jedoch eine wichtige Tatsache entgegenhalten. Es gibt keine bösen Kinder. Wenn Menschen auf die Welt kommen, sind sie alle schutz- und liebesbedürftig. Jeder Mensch wird rein und unbefleckt, quasi als Blaupause geboren. Und dann entwickelt er sich gemäß seiner Umwelt. Eine liebevolle Umwelt erschafft einen liebevollen Menschen. Eine gewalttätige Umwelt erschafft einen gewalttätigen Menschen. Und eine Umwelt, die einem unvollständigen Weltbild anhängt, erschafft einen Mensch ohne Verständnis des Ganzen und ohne wirklichen Bezug zum Ganzen. Woraus resultiert, dass unser Verhalten auch einen Bezug zum Ganzen vermissen lässt. Wer das Ganze nicht sieht, kann nicht wirklich verantwortungsvoll handeln, denn er übernimmt immer nur Verantwortung für seinen Teilaspekt. Da aber jeder Teilaspekt mit den Dingen, die ihn umgeben, in Wechselwirkung steht, ist es nötig, auch diese Aspekte zu betrachten. Sonst ergeben sich automatisch Probleme. Wenn man zum Beispiel in einer Welt aufwächst, die sich so sehr an das Geld als einziges Mittel zum Zweck gewöhnt hat wie unsere, so kann es durchaus sein, dass man große Mengen von Nahrungsmitteln vernichtet, damit das Geld nicht beeinflusst wird. Und das, obwohl nicht weit entfernt viele Menschen Hunger leiden. Es ist möglich, jedes der eingangs angeführten Probleme darauf zurückzuführen, dass man nicht das Ganze sieht. Soldaten sind in der Lage zu töten, da sie ihre Verbindung mit ihren Opfern nicht spüren. Die Menschen verzehren Fleisch aus Massentierhaltung, da sie nicht in der Lage sind, den Zusammenhang zwischen ihrem Steak und dem dafür verendeten Tier herzustellen. Wir streiten uns über Landesgrenzen, da wir unfähig sind zu erkennen, dass es hüben wie drüben derselbe Planet ist.
Die in der Waffenproduktion beschäftigten Menschen empfinden ihre Arbeit als gut und sinnvoll, da sie nicht in der Lage sind zu erkennen, dass jede Waffe gleichbedeutend mit schweren Verletzungen und Toten ist. Atomenergie konnte nur so populär werden, weil unser Weltbild es nur schwer zulässt, den direkten Zusammenhang zwischen Energiegewinnung und Entsorgung der verbrauchten Brennstäbe herzustellen. Das Verwenden von Erdöl ist nur deshalb salonfähig, da uns allen der Bezug zu unserem Lebensraum, zum Ganzen fehlt. Die Unsitte, Entscheidungen von letzten Endes nicht dafür Verantwortlichen treffen zu lassen, Klammer auf, denn verantwortlich ist man nur, wenn man von den Konsequenzen der Entscheidung beeinträchtigt wird, Klammer zu, konnte sich nur etablieren, da wir nicht in der Lage sind, unsere Gesamtverantwortung, die ein jeder für das Ganze hat, zu spüren. Das, was wir in der Welt erleben, ist kein rein spirituelles Phänomen und auch kein politisches. Es ist eine Kombination aus all diesem, der ein ultimativer Denk- und Verständnisfehler zugrunde liegt. Wir werden in diesen Fehler hineingeboren und wachsen darin auf. Unser Unterbewusstsein betrachtet diesen Fehler als Normalität. Unsere Schulen und Universitäten lehren diesen Fehler. Und es wird immer wieder wiederholt. Dieser Fehler hat sich derart verselbstständigt und zu so vielen unnötigen und letzten Endes albernen Schadensbekämpfungsmaßnahmen geführt, dass ein Erkennen dieses Fehlers so viele Dinge auf einmal ad absurdum führt, dass es beängstigend ist. Und das Schlimmste, wir alle glauben so fest an diesen Fehler, dass er zur Realität geworden ist. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir hoffentlich darüber lachen und kopfschüttelnd auf unser jetziges Verhalten zurückblicken. Doch aktuell sind wir mittendrin im großen Paradigmenwechsel und fühlen uns stellenweise noch davon bedroht. Doch das ist unnötig, da ein ganzheitliches Weltbild automatisch zu einer Heilung führen würde. Der Dualismus ist wie eine Verletzung, ein Bruch zwischen innen und außen und oben und unten. Es ist allerhöchste Zeit, das Ganze wieder zusammenzuführen.